Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der Kategorie schnelle Gerichte für den Alltag. Leicht und lecker. Naja, leicht im Sinne von leicht verdaulich eher wohl nicht, weil das ist schon jetzt was sehr Herzhaftes, was wir hier machen. Aber leicht im Sinne der Zubereitung. Und zwar machen wir heute, wie ihr sehen könnt, Lachs und der wird gratiniert. Ja, das ist sowas Wunderbares, wo man Reis noch zumachen kann, schönes Gemüse, nicht viel Arbeit, schnell vorbereitet, aber unglaublich lecker. Hoffe ich zumindest, denn wie bei allen Gerichten, die wir hier in der Wunderkesselküche machen, es wird hier zum ersten Mal für euch gekocht und dann ausprobiert. Zumindest von mir, weil im Forum habt ihr es ja schon mal probiert. Aber wir testen das Lachsgratin auf Herz und Nieren. Herz und Nieren hat dieses Lachsfilet keins mehr. Ihr nehmt für eine Portion 125 Gramm. Das, was ich jetzt hier an Soße vorbereite, ist für zwei Portionen ausgelegt. Also zweimal 125 Gramm Lachsfilet. Ich habe jetzt das Glück, dass ich frisches Lachsfilet bekommen habe. Ihr könnt natürlich auch tiefgefrorenes Lachsfilet holen. Das gibt es ja auch zu kaufen, wunderbar portioniert. Dann verlängert sich allerdings nachher die Zubereitungszeit im Backofen. Den habe ich schon vorgeheizt auf 160 Grad. Aber jetzt kommen wir zuerst zu unserer Soße. Ich habe eine Handvoll Petersilie und eine Handvoll Dill. Das kommt hier in unseren Kessel und wird erstmal ein bisschen zerkleinert. Man könnte das natürlich auch hobeln, so mit der Kräuterbiege, ne, wie heißt das? Aber es geht natürlich in Thermomix sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell. 5 Sekunden, Stufe 8 und das Ganze ist klein. So, und damit ist unsere Petersilie und unser Dill schön klein gehackt. Wir füllen das jetzt um, also nicht umfüllen, sondern wir streuen das jetzt hier schon mal über unsere Lachsfilets. Wenn da jetzt noch so ein bisschen was im Kessel drin ist, das ist nicht schlimm, weil wir machen da ja jetzt sowieso die Soße drin. Als nächstes kommt eine Zwiebel, die wir schon halbiert haben und eine Zehe Knoblauch in den Kessel. Und dreimal dürft ihr raten, 5 Sekunden auf Stufe 5 wird das Ganze zerkleinert. Jetzt hätte ich fast den falschen Deckel drauf gemacht hier. Bisschen nach unten schieben, 20 Gramm Butter dazugeben. So, mein Ofen hat mir gerade signalisiert, ich bin heiß. Aber ich bin noch nicht so weit. Also 20 Gramm Butter zu den Zwiebeln und dem Knoblauch dazu. Dann 2 Minuten auf Stufe 1, 100 Grad dünsten. So, unsere Zwiebeln sind angedünstet. Wir kommen zu den nächsten Zutaten. Sahne brauchen wir natürlich und zwar 100 Milliliter. Ich habe jetzt hier irgendwie ein ganzes Glas gemacht, das ist ein bisschen mehr als 100 Milliliter. Aber dafür haben wir ja die Waage im Thermomix. 150 Gramm Milch oder 150 Milliliter. Die Leute sind manchmal irritiert, wenn ich sage Gramm Milch. Ne? Aber 150 Milliliter, 150 Gramm, same, same. Dann brauchen wir Kurkuma, ein fantastisches Gewürz, das wo ich nicht sicher bin, ob es jetzt da dran passt, aber es stand so im Rezept. Also machen wir es dran. Ein halber Teelöffel Kurkuma. Dann Zitronensaft. Könnt ihr natürlich auch frischen Zitronensaft nehmen, da wir hier jede Menge Zitronensaft verbrauchen. Ich habe immer gerne eine Flasche, weil die hält sich halt auch eine Zeit. 2 Teelöffel. Dann etwas Pfeffer, so ein Viertel Teelöffel voll. Ja, das machen wir jetzt nach Augenmaß. Und Salz, Meersalz, da nehmen wir einen Teelöffel voll. Da habe ich bei meiner Mühle ja Gott sei Dank schon so ein bisschen die Erfahrung, wie viel man da drehen muss, für wie viel Teelöffel. So, und dann unsere geheime Zutat. Der Original Wunderkessel Suppengrundstock. Ja? Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert oder was das ist, schaut in unserem YouTube-Kanal. Da ist das Rezept. Dieses Zeug ist absolut universell einsetzbar. 2 große Teelöffel voll. So, das war's eigentlich schon. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch vermischen. 10 Sekunden auf Stufe 4 und über den Lachs geben. Und dann geht's ab in den Ofen.
Ah, jetzt erstmal mischen. 10 Sekunden, Stufe 4, auf geht's. So, unsere Soße ist fertig und die geben wir jetzt hier einfach über den Lachs drüber. Ich bin gespannt, das sieht schon mal gut aus. Ihr wisst, so Sachen gibt es ja auch als Päckchen zum Anrühren und drüber gießen. Ne? Kann man machen. Aber so ist natürlich frisch, ja? Besser. Mit Sicherheit auch leckerer. 25 Minuten kommt das jetzt in den Backofen. Wie gesagt, ich habe frisches Lachsfilet genommen. Wenn ihr tiefgekühlten Lachs nehmt, dann müsst ihr die Zubereitungszeit, also die Garzeit, etwa 10 Minuten verlängern. Also, ich mach's rein, 25 Minuten, sehen wir uns wieder, bis gleich. So, unser gratinierter Lachs ist 25 Minuten im Backofen gewesen. Das riecht wirklich fantastisch und es sieht auch super aus. Natürlich habe ich jetzt nur den Lachs gemacht. Ihr könnt da ja entsprechende Beilagen zu machen. Brokkoli-Gemüse und Reis zum Beispiel würden da perfekt zu passen. Das könnt ihr natürlich alles in den 25 Minuten, in dem der Lachs im Backofen ist, auch wunderbar in unserem Wunderkesselchen oder im Varoma vorbereiten und entsprechend kochen. Aber da ihr ja alle wissen solltet, wie man Gemüse dünstet und Reis kocht, erspare ich euch die Erklärung heute und kümmere mich ausschließlich um den Fisch. Und wir wissen ja alle, Fische sind lecker. Ja? Vor allen Dingen, wenn sie so schön gratiniert sind wie dieser Lachs hier. Und ich probiere da jetzt auch mal so ein kleines Stückchen. Und dann bin ich sehr gespannt, wie das geworden ist. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Es riecht wirklich fantastisch. Ich habe die Nase so ein bisschen zu, bin leicht erkältet, aber trotz allem kommt das richtig gut rüber. Und das schmeckt richtig gut. Wirklich. Mit dem Dill, der Petersilie, das ist alles frisch und boah, nee, Hammer. Finde ich echt genial. Das war eine gute, gute Idee, dieses Rezept aus dem Forum nachzukochen. Kann ich euch absolut empfehlen. Ging ganz schnell und ihr habt wirklich ein sehr, sehr schmackhaftes Gericht innerhalb kürzester Zeit. Vorbereitung war ja jetzt echt fast nichts. Dann kurz in den Backofen, in der Zwischenzeit Gemüse und Reis machen. Soße ist genug dabei. Ich bin begeistert. Schaut doch mal bei uns ins Forum wunderkessel.de. Da gibt es jede Menge tolle Rezepte, die wir hier dann auch regelmäßig für euch ausprobieren. Das heißt, abonniert gleich auch noch den Kanal. Hier oben das, unten ist es. Wo ist es jetzt? Hier glaube ich. Da oder da? Ich weiß es nicht. Da ist so ein Glöckchen. Ja, das müsst ihr anklicken und dann kriegt ihr Nachricht, wenn wir ein neues Video für euch fertig haben. Bis dahin sage ich alles Gute, tschüss und guten Appetit.